Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face auf M-Asa Magic Finish oder auch ein Easy Peasy Weihnachtslook Tutorial, je nachdem wie du das sehen möchtest. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Weihnachten möchte ich entweder Wawawoom haben, dass ich mir richtig krasse Looks schminke, richtig Hardcore-Make-up, kunterbunt, richtig Eskalation, Girlande ins Gesicht und ab geht die Post. Oder es soll schnell gehen, da wir halt wirklich dann von einem zum nächsten immer wieder fahren und morgens nicht unbedingt super viel Zeit haben, damit ich mich schminke. Und ich habe mich jetzt tatsächlich für die schnelle Variante entschieden. M-Asam ist eine Linie oder ist eine Marke, die Asam Beauty-Geschichte, ne? Da bekommt man im Online-Shop halt super viele Pflegeprodukte, aber mittlerweile auch Make-up-Produkte, aber leider keinen Primer. Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich als Make-up-Base etwas verwendet und dafür rücke ich kurz zur Seite, weil hier kommt gleich ein kleiner Einblender. Da habe ich meine Produkte von Beauty Mates verwendet. Da habe ich jetzt aktuell auch einen 30% Rabattgutschein für euch. Claudi-Xmas, da spielst du. Da spielst du dich mit auf. Nein, da sparst du 30% mit. Und vielleicht nochmal so ein leicht letztes Last-Minute-Geschenk-Ideechen für euch. Müsst ihr mal selber gucken. Ich habe verwendet oder habe aktuell in Anwendung den Pore Minimizer Booster und den Falten Control Booster. Das Praktische, was du halt bei Beauty Mates hast, ist, dass du die Booster individuell mit deiner Creme kombinieren kannst. Ich habe mir aber hier tatsächlich auch die Beauty Mates Hyaluron Cream Lift mit rausgenommen. Und die drei Produkte verwende ich eigentlich abends zusammen, aber um euch zu zeigen, dass es halt auch super als Make-up-Base funktioniert, habe ich das jetzt hier mal mit ins Video mit aufgenommen und morgens verwendet. Abends gebe ich mir nämlich den Falten-Control-Booster auch ein bisschen intensiver auf. Da kommt er dann auch gezielt auf meine Fältchen, denn du kannst die Booster entweder in deine Creme mit reinmischen oder du machst es so, dass du die wirklich gezielt dort anwendest, wo du sie brauchst. Booster ist kein Serum, das heißt, das Ding ist deutlich höher dosiert. Dementsprechend brauchst du da auch nicht so viel von und es reicht halt für bis zu 120 Anwendungen oder so. Der Falten-Control-Booster ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, kann man sagen, so eine leicht natürliche Aufspritzung in Anführungsstrichen. Das ist total witzig, weil das hat einen Soforteffekt, das ist ziemlich cool. Da hast du ein Peptid-Komplex, Claudia, dein Kooperationspartner, guck dieses Video. Hast du damit drin und Spilanthol und ich mag Spilanthol halt super gerne, habe ich auch tatsächlich in meinem normalen Primer mit drin und das ist halt auch dafür da, damit die Falten so richtig schön glatt gebügelt werden. Mag ich gerne leiden und schon ein bisschen länger in Anwendung habe ich den Pore Minimizer Booster, da ist nämlich Vitamin C und Niacinamid drin. Niacinamid ist für mich immer sehr, sehr angenehm, meine Haut verträgt das unheimlich gut, das ist sehr beruhigend, ne? Und auch da brauche ich nicht viel von. Aktuelle Mischung ist bei mir ein Tropfen Falten Control Booster und zwei Tropfen von dem Pore Minimizer Booster. Wie gesagt, kannst du anwenden, wie du willst. Und das mische ich dann gerne mit meiner geilen Creme. Das ist die Hyaluron Cream Lift. Die gibt es auch in der normalen Variante, in der Boost-Variante mit dem blauen Deckel. Die habe ich meistens so Richtung Frühjahr, Sommer in Anwendung. Die hier ist jetzt ein bisschen reichhaltiger. Da hast du Ceramide, Ziza, Moringa, Mango-Butter mit drin, ne? Und das Geilste bei Beauty Mates ist halt einfach, du hast Produkte ohne Gedöns, ohne Rampampam, ohne irgendwas, was da nicht reingehört. Also es ist wirklich Wirkstoffkosmetik und ich vertrage es einfach mit meiner sensiblen Haut sehr gut. Und tierversuchsfrei, vegan, alles, was man so haben möchte. Und wie gesagt, Claudi-Xmas, 30% Rabatt, gönnt euch hart. Das Ganze habe ich jetzt schon vor einer Weile aufgetragen, dann haben mein Freund und ich hier gerade die Wohnung weihnachtlich dekoriert, denn es musste sein, es ist heute, wo ich das Video drehe, der dritte Advent. Ne? Es ist ein bisschen spät gewesen, wir haben die Osterdeko dementsprechend dann auch ja, endlich mal abgenommen. So, ich starte die Geschichte jetzt, um mein Gesicht ein bisschen fresher zu machen mit dem M-Asa Magic Finish Supercharged Serum Foundation. Produkt habe ich hier in der Farbe 120 Soft Ivory. Ja, so heißt das. So schaut die Konsistenz aus. Relativ dickflüssig. So, dann nehme ich mir mal einen Pinsel von Letizia Lehmack. Das ist so ein Foundation-Pinsel und trage einfach mal die Foundation auf meinem Gesicht auf. Man merkt, dass da auch ein pflegender Aspekt mit drin ist oder pflegende Inhaltsstoffe, weil das irgendwie, es fühlt sich an, als würde ich mir jetzt Creme auftragen und keine Foundation. Das ist sehr interessant. Ja, Maxims Mischplatte kann man auch super als Spiegel mitverwenden.
leichte Deckkraft. Einen Concealer hatten wir jetzt nicht mit dabei. Da nehme ich jetzt einfach von L'Oreal mein Perfect Match Augenpflege Concealer. Der hat eine ganz, ganz, ganz leichte Deckkraft. Und das passt jetzt halt auch in dem Sinne zu dem sehr natürlichen Look, den ich heute machen werde. Dann verwende ich zwischenzeitlich nochmal so eine Lippenpflege. Da habe ich von Clean ID dieses Protecting Lip Serum aktuell in Anwendung. Und das trage ich mir gerne auf, nachdem ich meinen Concealer aufgetragen habe. So, jetzt habe ich aber endlich mal wieder ein Produkt von M.A.S.A.M. hier am Start. Das ist das Final Touch Setting Powder Bare Skin. Das ist so, ja, relativ neutral, würde ich mal so sagen. Und hat hier so ein kleines Netz mit dabei, was ich super finde. Es ist irgendwie ganz fancy-pansy, sich mit so einem kleinen Puffelding zu verkloppen. Aber also unter den Augen kann ich das nachvollziehen. Ich glaube, ich bin eher so der Pinselfreund, oder? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob ihr lieber so einen kleinen Puffel verwendet. Also wenn Puffel, dann gerne einen großen Puffel und den großen Puffel von Maxim zum Beispiel. Aber ja, den verwende ich eigentlich auch hauptsächlich so für, ja, unter den Augen oder für gewisse Stellen, ne? Aber nicht fürs ganze Gesicht. Da nehme ich tatsächlich lieber Pinsel. Das ist jetzt hier einer von Luna Beauty. Finde ich einfach irgendwie angenehmer für mich persönlich, weil es irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde es von der Haptik auf dem Gesicht auch irgendwie schöner. Aber der Wahnsinn in Tüten, was macht dieses Puder für einen krassen Weichzeichner-Effekt? Da bin ich gerade voll hin und weg. Also das finde ich extrem schön, mag ich gerne leiden. Aber jetzt habe ich hier eine weiße Leinwand und möchte da gerne wieder ein bisschen mehr Leben reinbringen. Da kommt mir tatsächlich der Satin Bronzer zu Hilfe. Den habe ich hier in der Farbe Deep ausgewählt, denn ich habe bei verschiedenen YouTube-Videos schon gesehen, dass die helle Variante etwas zu orange ist, ne? Und ja, deswegen möchte ich den jetzt einfach mal mit euch ausprobieren. So schaut er aus. Ich finde es ein bisschen störend, dass wir tatsächlich zwei verschiedene Fännchen hier drin haben. Wir haben einmal das äußere Fännchen und das innere Fännchen, was durch einen schwarzen Rand hier wirklich abgetrennt ist. Also das ist halt ernsthaft ein Fännchen in einem Fännchen. Und das finde ich nervig. So, den Pinsel haben wir ja schon, nehme ich auch wieder. Ich gehe jetzt aber komplett durch. Wir haben hier auch Schimmerpigmente mit drin. Oha. Und genau, deswegen habe ich auch gar keinen Highlighter von M.A.S.A.M., aber ich glaube, die haben auch gar keine Highlighter im Sortiment, oder? Okay, ich habe ein bisschen viel verwendet. Da kann ich jetzt mein komplettes Gesicht mit bronzen. Wow. Okay, aber er lässt sich echt schön verblenden. Da, das ist gut. Blush. Ich möchte ein bisschen erröten. Da habe ich den Satin Blush in der Farbe Peachy Rose. Witzig ist irgendwie, dass ich genau diese Farbe gar nicht mehr online gefunden habe, sondern zwei andere. Sehr merkwürdig. Hatten wir jetzt aber auch in diversen Wundertüten und so mit drin. Keine Ahnung. Auch hier wieder der gleiche Pinsel. Ein bisschen am Handtuch sauber machen. Denn Weihnachten hat man keine Lust, den halben Tag mit Pinselwaschen zu verbringen und möchte gerne ganz viele Pinsel doppelt und dreifach verwenden, um das Ganze so einfach wie möglich zu haben. Den kenne ich. Der hat auch einen schönen Glow mit drin, den habe ich auch schon ein paar Mal verwendet und ich glaube, den habe ich auch schon länger, weil der aus der alten Kollektion so kommt, ne? Und der hat halt auch einen Glow mit dabei, das heißt, du brauchst keinen Highlighter. Der lässt sich schön ausblenden und ich mag den und ich mag die Farbe auch sehr gerne an mir. Deswegen, schönes Produkt. So, ich habe mir nochmal eben schnell die Augenbrauen gemacht, denn ich glaube, ein Augenbrauenprodukt von M.A.S.A.M. oder Magic Finish habe ich gar nicht. Da habe ich hier von Fenty Beauty dieses Brow MVP genommen, was jetzt leer ist. Man sieht es auch, dass ich die Augenbraue noch relativ voll hingekriegt habe und hier ist es leer gegangen. Oh je. Und das Ganze laminiert hier, Essence Lamination Gedönsen, ne? Mega geiles Produkt, aber mittlerweile nicht mehr ganz so hübsch, weil schon ziemlich viel Augenbrauenprodukt und so drin hängt. Egal. Auf jeden Fall ist das jetzt quasi die Basis des Ganzen. Ich habe hier auch eine Palette, das ist eine Lidschatten- und Blush-Palette. Elegant Vibes nennt sich das. Und da haben wir auch noch einen Schimmerblush drin, aber ich würde sagen, eigentlich habe ich genug Blush drauf. Und ein paar Lidschattenfarben, womit man halt einen schnellen, einfachen Look schminken kann. Und genau das machen wir jetzt mal. Ich nehme dafür zuallererst diesen knochenfarbenen Ton auf und setze den auf mein komplettes Lid. Nehme mir dann diesen etwas dunklen, matten Ton auf. Dunkel ist gut, das ist ein Taubton in sehr, sehr hell, um damit meine Lidfalte auszuarbeiten. Es ist ein minimaler Effekt, aber es ist ein Effekt und ja, die Lichter sind jetzt ziemlich hell hier. Ganz natürlicher Schatten, der da gebastelt wird. Dann nehme ich mir diesen ganz dunklen, matten Ton auf mit einem sehr, sehr feinen Blendepinsel. Dippe da auch nur ganz vorsichtig rein und gebe den an meinen unteren Wimpernkranz. Außerdem setze ich mir den hier in meinem äußeren V hin und blende ihn ein kleines bisschen in die Lidfalte rein. Außerdem nehme ich mir mit dem Blendepinsel diesen schimmernden, dunklen, fast gräulichen Ton auf und den setze ich mir einfach
auch komplett an den unteren Wimpernkranz, um so einen leichten Schimmereffekt zu schaffen. Das ist ja minimal, aber Weihnachten darf es etwas mehr glowy sein. Dann nehme ich mir diesen beige schimmernden Ton auf. Das mache ich aber direkt mal mit dem Finger. Den gebe ich auf mein komplettes bewegliches Lid. Gehe dann wieder mit diesem Mini-Blendepinsel so ein bisschen hier außen entlang, damit ich ein bisschen was Dunkles auch da reingeblendet bekomme, um halt so eine minimale Dimension auch noch zu schaffen, dass es nicht ganz so flat alles ist. Und jetzt nehme ich natürlich den ganz hellen schimmernden Ton, das ist dieser hier, auch den nehme ich mit dem Finger auf und setze mir den hier in meinen Innenwinkel und blende mir den auch ein bisschen auf mein Lid mit drauf, um halt auch da eine Dimension zu schaffen und das Auge optisch zu vergrößern. Und während ich so meinen Augenbrauenbogen highlighte, glaube ich, ich kann den auch als Highlighter verwenden, oder? Dann nehme ich die andere Seite von diesem Pinsel nämlich und dippe da vorsichtig rein, klopfe ein bisschen ab und dann kann ich mir den hier auch so auftragen. Warum eigentlich nicht? Der hat relativ groben Glitzer mit dabei, schafft aber ein schönes Highlight nochmal auf dem Gesicht, das mag ich. Als Eyeliner verwende ich meinen Lieblings-Eyeliner, das ist der Black Magic von Ayeko. Hat eine mega geile Pinselspitze. Ich mag keine Kajalstifte und von der Magic Finish-Reihe hätte es nur Kajalstifte gegeben. Deswegen nehme ich den. Auch ein Fixing Spray werde ich verwenden. Dann nehme ich den Glow Setter von Glam Glow. Finde ich ganz schön, denn bei dieser ganzen matten Geschichte auf meinem Gesicht fehlt mir definitiv ein bisschen die Sparkly-Parkly-Geschichte. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Mascaren, wo ich jetzt nicht unbedingt weiß, wo der Unterschied auf den Wimpern sein wird. Das werden wir jetzt mal testen. Einmal ist es die XXL Volume Mascara, die jetzt aus der neuen Magic Finish Geschichte kommt. Die hat ein Kunstfaserbürstchen, was sehr buschig ist und ja, ne, so halt aussieht. Ein bisschen tannenbaumförmig, passend natürlich zur Zeit. Und dann habe ich für die andere Seite die Magic Finish Volume Mascara, also der Klassiker. Die hatte ich jetzt auch schon länger da. Ich finde, die sieht ja sehr, sehr ähnlich. Weiß ich nicht. Also, na, ich glaube schon, dass da ein Unterschied ist. Ich glaube, dass bei der bei der neueren, die Bürstchenhärchen etwas näher beieinander sein werden und vielleicht dann auch etwas mehr Volumen geben. Mal gucken, wie es in der Anwendung ist. Hier kommt die XXL-Variante hin und hier die normale. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht. Ich würde persönlich jetzt einfach mal behaupten, dass ich da keinen wirklichen Unterschied sehe. Also ich würde eigentlich mal sagen, dass diese Mascara ist, nur mit einem anderen Packaging. Weil beide verhalten sich sehr, sehr gleich auf meinen Wimpern. Sie machen beide dieses Volumen rein. Bei beiden muss man aufpassen, dass man sie nicht allzu lange antrocknen lässt, wenn man sie halt schichten möchte, weil dann dieser Fliegenbeineffekt sehr schnell kommen kann. Da habe ich jetzt auch ein bisschen was mit auf meinen Wimpern tatsächlich drauf, ne? Aber sie machen beide ein schönes Ergebnis, also beschweren kann ich mich da nicht. Jetzt auch nochmal aus der Nähe, ne? Also schön, definitiv. Da kann man sich nicht beschweren, muss ich sagen. Ich mag die. Ja, jetzt kommen wir zu den Lippenprodukten. Und da der Look jetzt tatsächlich sehr öde aussieht, aufgrund von, wir haben nicht wirklich Lidschatten drauf, möchte ich es auf den Lippen ein bisschen krachen lassen. Da habe ich einmal den Lip Liner oder Lip Designer in Ruby Red. Das ist einfach ein schönes, schönes, weihnachtliches Rot. Hat auf der einen Seite so ein Pinselchen, womit man so ein bisschen smudgen könnte. Das werde ich jetzt nicht verwenden. Aber hier einen wundervollen Lip Liner, der so cremig und soft ist. Mega. Ich habe jetzt doch mal dieses Pinselchen verwendet und muss sagen, dass mir das sehr, sehr gut gefällt. Weil man so die Ränder ein bisschen hübscher hinbekommt. Ne? Finde ich klasse. Ja, und selbstverständlich habe ich jetzt auch noch in der passenden Farbe Ruby Red einen Lipstick. Und den trage ich relativ häufig, wie man sehen kann. Wenn ich Adventskalender-Unboxings mache zum Beispiel. Und es ist ein schönes weihnachtliches Rot. Das ist mal eine schöne rote Weihnachtslippe, wie ich sie einfach super gerne trage. Und so passt es halt auch zum Look, zum Konzept und zum Weihnachtsthema. Um den Look so ein bisschen zu komplettieren, verwende ich natürlich noch einen Duft. Den habe ich jetzt letztens erst von meiner Freundin, von der lieben Maddie, geschenkt gekriegt. Im Asam Eau de Parfum Everybody's Darling 2021. Das ist ein sehr, sehr schwerer und abendlicher Duft, der aber dann tatsächlich für mich persönlich auch zu Weihnachten passt, weil da darf es etwas festlicher sein, etwas schwerer und etwas mehr Rampampam, etwas
intensiver halt. Und das mag ich sehr gerne. Und ja, das ist jetzt mein fertiger Look mit den M-Asam-Produkten. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Erfahrung mit den M-Asam Magic Finish Produkten unten in die Infobox. Nicht rein, nein, in die Kommentare rein. In der Infobox stehen noch weitere Informationen zu Beauty Mates und den Produkten, die ich euch ja gezeigt habe. Und auch die ganzen Links und so. Wie gesagt, nehmt gerne meinen Code ClaudiXmas, um 30% noch zu sparen. Das geht nur noch bis Weihnachten und ab nächstes Jahr sind wir dann wieder bei den üblichen 20%. Ne? So, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!